Gar keine Frage. Die heutigen US-Verbraucherpreise, also die Daten zur US-Inflation, das war das Highlight, auf das die Märkte gewartet haben. Und siehe da, die waren zum Vormonat ein bisschen niedriger als erwartet. Das erste Mal seit Oktober, dass die Inflationsdaten nicht nach oben überraschen, sondern diesmal sogar etwas niedriger zum Vormonat ausgefallen sind als erwartet zum Vorjahresmonat, genau in der Erwartung. Also viel war es nicht, aber es bleibt ein kleines bis großes Geschmäckle bei der Berechnung der Daten. Da ist etwas nicht so ganz koscher, könnte man sagen. Und was da nicht koscher ist und warum da möglicherweise, naja, ich will nicht sagen manipuliert wurde an den Daten, aber das zumindest eben ein Geschmäckle hat, das will ich im Folgenden zeigen. Schauen wir uns zunächst einmal die Daten an. 0,3% zum Vormonat, nicht zum Vorjahresmonat. Und wir sehen das erste Mal so einen kleinen Knicks nach unten bei der Inflation, nachdem wir praktisch einen, wie soll man sagen, Viagra-Chart hatten in den letzten Monaten. Also das erste Mal so ein bisschen Entspannung. Die Märkte haben das zunächst gefeiert, sind aber dann wieder ein bisschen runtergekommen und konnten diesen Höhenflug zunächst mal nicht fortsetzen. Warum, will ich auch gleich zeigen. Aber bleiben wir mal bei der Inflation. Wir haben zum Beispiel gerade die Komponenten, die zuvor ja so heiß gelaufen waren und von denen klar war, naja, ewig kann das nicht weitergehen mit diesen Anstiegen der Preise. Etwa bei Flugtickets, da sehen wir minus 9,1% zum Vormonat. Das war der größte Rückgang seit April 2020 und vor allem Gebrauchtfahrzeuge, Used Car Prices, minus 1,5, größter Rückgang seit November 2016. Das hat also so ein bisschen die Anstiege, die Gesamtpreisanstiege mithin, also die Inflation, ein wenig abgedämpft, könnte man sagen. Das waren die Faktoren, die am meisten getrieben haben und von denen schon klar war, also ewig kann das nicht weitergehen, da wird irgendwann mal auch was nach unten kommen. Aber jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, meine Damen und Herren. Und da möchte ich jetzt Ihre volle Aufmerksamkeit haben, denn es ist nicht ganz unwichtig, zumindest wenn man diese Frage beurteilen will, wird die Inflation anständig berechnet. Jetzt mal jenseits der Frage eines Warenkorbes und wie der zusammengestellt ist und wie gewichtet ist, wir nehmen das einfach mal als gegeben hin und sagen, okay, da ist eine Komponente, die besonders schwer gewichtet ist, und oder genauer gesagt zwei Komponenten, das eine sind Mieten und das andere sind die sogenannten Homeowner Equivalent Rent, also das, was die Hausbesitzer, die ein eigenes Haus haben, eigentlich an Miete zahlen müssten, wenn es nicht ihr eigenes Haus wäre. Also Mieten und praktisch die nicht bezahlten Mieten der Eigentümer von Häusern, die werden da berechnet. Und das ist insofern entscheidend, weil alleine diese beiden Aspekte ein Drittel der gesamten Verbraucherpreise ausmachen. Nur Energie, Ölpreise in weitester Form, Gaspreise, keine Ahnung, die spielen eine ähnlich große Rolle, aber die Mieten sind eigentlich der entscheidende Faktor. Klar, wenn Sie Arbeitnehmer sind und dann in einer Großstadt leben, etwa in Deutschland, dann zahlen Sie in der Regel mindestens ein Drittel Ihres verfügbaren Einkommens für Miete. Dementsprechend sind Mietpreisveränderungen natürlich wirklich sehr wichtig und knallen richtig rein. Das ist wichtiger dann als, was weiß ich, ob ein Kilo Klopapier vielleicht 10 Cent mehr kostet oder nicht. Aber schauen wir uns mal hier an. Hier sehen wir den National Rent Year over Year und wir sehen unten die Homeowner oder auf der die rote Grafik ist die sogenannte Homeowners Equivalent Rent und wir sehen, die wird in den nächsten Monaten massiv nach oben gehen. Also eine dieser zwei Komponenten, die mit Mieten zu tun haben, die wird massiv steigen. Aber es stellt sich noch eine ganz andere Frage und die will ich hier mal zeigen. So hatte Peter Buchwar festgestellt, also so ganz koscher scheint mir die Berechnung der Mietpreise in den Verbraucherpreisen, die heute veröffentlicht wurde, worden sind nicht, denn da wurden die Anstiege zum Vormonat mit plus 0,3% ermittelt und ausgewiesen. Aber alle privaten Firmen in den USA, die Mietpreise messen, und das sind einige, zum Beispiel eben Apartment List, diese Firma, die sagte, also die Mieten sind zum Vormonat um plus 2,1% gestiegen. Mithin sehen wir also eine krasse Differenz zwischen der offiziellen Berechnung von Mietpreisen und der Berechnung aller anderen privaten Firmen in den USA, die Mietpreisveränderungen berechnen, Immobilienfirmen etc. Und diese Differenz ist ziemlich gewaltig und wäre diese Differenz
etwa bei 2,1% gewesen, wie die privaten Firmen ermitteln, dann würde die Inflation wahrscheinlich ganz anders ausgesehen haben. Also das ist ein Punkt, der doch ein Geschmäckle hinterlässt. Wird hier manipuliert oder ist das einfach eine andere Methodik? Diese Frage muss ich offen lassen, aber es ist doch sehr auffällig, dass man hier die Tendenz hat, seitens des Bureau of Labor Statistics, dass die Daten erhebt, eben die Komponenten so ein bisschen runterzurechnen. Wir sehen eben auch, dass die Hauspreise in den USA massiv gestiegen sind und dann eben die sogenannte Shelter CPI mit einem Nachlauf von 15 Monaten den gestiegenen Hauspreisen dann folgt ein Stück weit. Klar, die Hauspreise steigen, dann steigen letztendlich meistens auch die Mieten mit einiger Verzögerung, etwa weil Mehrfamilienhäuser gekauft werden durch Investoren, dann versuchen die so ein bisschen die Mieten anzuheben etc., um eben die immer teureren Immobilienpreise damit kompensieren zu können. Also das ist zumindest ein bisschen, naja, fragwürdig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Da hat man doch ein bisschen den Verdacht, dass man durchaus ein Interesse hat, hier eben diese entscheidende Komponente nicht gerade jetzt nach oben zu drehen, sondern sie eher nach unten zu drehen. Und die Aktienmärkte waren ja heute auch sehr froh darüber. Gleich als die Daten veröffentlicht wurden, ging es weiter nach oben. Aber wie gesagt, das hat nicht so fürchterlich lange gehalten. Jetzt hat heute Mohamed El-Erian sich geäußert bei CNBC, ehemaliger PIMCO-Chef, gell, jetzt ist er Allianzberater, und hat gesagt, also Leute, lasst uns eins mal klarstellen, Nachfrage ist nicht das Problem, die ist breit gefächert. Nachfrage gibt es genug. Wir haben also jetzt eine Wirtschaft, die nicht unter Nachfragemangel leidet, sondern wir haben eine Wirtschaft, die zu wenig Angebot bereitstellt, aus den verschiedensten Gründen, Lieferketten, Corona etc. etc. hängt ja alles mit allem zusammen, wie Sie wissen, und das dürfte die nächsten 1 bis 2 Jahre so bleiben, so sagt es der Mohammed, und ich glaube, da hat er einen richtig guten Punkt. Und schauen wir mal nach Europa, da sehen wir zum Beispiel am Gasmarkt, der ja auch für gerade jetzt die Wintersaison nicht gerade unwichtig ist, da sehen wir heute 7% sind die Gaspreise gestiegen an den Märkten, sodass wir seit 1. August, also nicht einmal seit 1,5 Monaten, jetzt einen Anstieg von 60% der Gaspreise haben. Das muss man sich mal vorstellen. In Deutschland gibt es Millionen Immobilien, die mit Gas beheizt werden. Zum Beispiel, also dazu kommt, dass auch die Gas Inventories, also die Gaslager, derzeit sehr, sehr leer sind. Und in UK zum Beispiel sind die sogenannten Day Ahead Baseload Electricity Prices auf ein neues, frisches Allzeithoch gestiegen. Und zwar sind die jetzt 700% höher als zwischen den Jahren 2010 und 2020. Also wir schlittern offenkundig in eine Art Energiekrise. Das könnte ein ziemlich spannender Winter werden, wenn da nicht irgendwie eine Entspannung reinkommt. Und das ist natürlich auch inflationär gar keine Frage. Schauen wir uns mal ein paar Rohstoffpreise an. Bloomberg Commodity Index ja jetzt wieder auf den Niveaus, auf den Hochpunktniveaus, auf denen wir vor einigen Wochen waren. Es gab da eine Korrektur, jetzt wieder rauf. Natural Gas, also Erdgas, 126%. Heating Oil, Heizöl, 97%. Gasoline, Benzin, 95%. Dann die Cruz, auch fast 90%, Aluminium ja mit neuem Mehrjahreshoch 61%, Kupfer, Kaffee, Sugar, Cotton, Soybeans, also alles, was nicht auf den Baum kommt, tendiert zu steigen, nur Gold und Silber und auch ein bisschen an Palladium nicht. Lumber war zwischenzeitlich ja auch das eine oder andere Prozentchen gestiegen, ist jetzt allerdings zum Vorjahr sogar leichte Minus nach dem Fall. Schauen wir uns mal jetzt die Aktienmärkte an, meine Damen und Herren, da sehen wir haben jetzt seit 35 Trading Days, haben wir jetzt eine Bewegung von weniger als 1%. Das ist natürlich ziemlicher Hammer. Also wir sehen auch heute wieder so eine Geschichte. Ja, wir sehen beim S&P, das ist also der S&P 500, wir sehen heute den Dow Jones schwächer, Russell 2000 schwächer, Finanzwerte schwach, nachdem eben die Inflationsdaten nicht so hoch reingekommen sind. Dadurch sind die Anleiherenditen gefallen. Das schmeckt den Finanzmärkten, den Finanzwerten, also die Aktien, wo mit der Finanzen zu tun haben, Banken zum Beispiel. Die haben da nicht so drauf reagiert.
nicht so positiv darauf reagiert. Jedenfalls sehen wir, dass da eben vorwiegend diese Werte gelitten haben. Also da ist vielleicht mal Zeit für eine größere Bewegung. Und warum die Märkte jetzt nicht Hurra geschrien haben, auch wenn jetzt die Inflation nur um 0,3% und nicht um 0,4% zum Vormonat gestiegen ist, liegt eben auch daran, dass wir jetzt so ein bisschen die Sorge bekommen in Sachen Margen. Den Leuten wird klar, den Analysten wird klar, den Banken wird klar. Hups, wir haben höhere Rohstoffpreise, wir sehen uns konfrontiert mit deutlich höheren Gehaltsforderungen bei eben den Mitarbeitern, die da durchaus sportlich jetzt unterwegs sind, und man fürchtet eben dann in dieser Kombination, die derzeit ist mit den Lieferkettenengpässen, blub, fürchtet man eben durchaus schlechtere Margen. Norma hat heute etwa 17% verloren, ein Unternehmen, das nur wenige kennen, das aber in einem Bereich sehr, sehr wichtig ist. Ich bin technisch jetzt nicht so beschlagen, gell? Ich habe es jetzt fast schon vergessen, was die machen, aber irgendwelche Teile, von denen ich zumindest gar keine Ahnung habe, die aber wichtig sind jetzt, also zumindest für manche Leute, für mich jetzt weniger. Nein, also das ist einmal subjektiv halt, ne? Aber auf jeden Fall, hier sehen wir, dass eben da schon durchaus die ersten Kandidaten jetzt da sind, die richtig auf die Mütze kriegen, weil eben hier die Margen ein Problem sind, weil Gewinnwarnungen der Fall sind, wie heute bei Norma. Und die haben eben gesagt, höhere Kosten, Lieferzeiten, EUDIS Programm, was da schon sich abzeichnet. Hier mal eine Bemerkung von Lance Roberts, die ich interessant finde, der sich hier auf Daten von Bank of America bezieht. Taper is coming globally. Hier werden mal die fünf wichtigsten Notenbanken, oder sind es vier, gell, im Zählen habe ich es auch nicht so. Fed, der EZB, BOJ, also das sind die Japanesen, und dann Bank of England. Da sieht man, dass wir wahrscheinlich bald, nämlich spätestens im vierten Quartal 2022, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert, möglicherweise dann nichts mehr mit Quantitative Easing haben, sondern mit einer Kontraktion der durch die Notenbanken bereitgestellten Geldmenge haben, und das wäre halt für die Aktienmärkte nicht so schön, weil die sich ja mehr für die Liquidität interessieren. Jetzt schauen wir mal ein bisschen nach vorne, nicht allzu weit, nämlich zum Verfall, der am Freitag der Fall ist. Und immer am 19. sehen wir, kommt es zu einem Tiefpunkt. In den letzten, sage und schreibe, 4 Monaten war das so. Das waren damals entweder großer oder kleiner Verfall. Also um den Verfall rum wird es oft ein bisschen kritisch für die Märkte. Am Montag darauf wird es meistens dann bullisch. Aber wir sehen am Optionsmarkt eine immense Konzentration derzeit, nämlich 71% der Optionen sind sehr kurzfristig, laufen also in 2 Wochen aus oder innerhalb von 2 Wochen aus, und 58% aller Optionsaktivitäten finden in 5 Underlying statt, also in 5 Werten. Da wird wahrscheinlich Tesla dabei sein, eine Apple dabei sein. Also das ist eine immense Konzentration, die natürlich schon heftige Bewegungen nach sich ziehen kann. Und wir haben heute wieder mal den 50-Tages-Durchschnitt im S&P 500 getestet. Und möglicherweise ist das eine Nachkaufgelegenheit für die Bullen, das wird sich zeigen, aber um eben den Verfall rum wird es vielleicht ein bisschen sportlich volatiler. Schauen wir uns mal an, hier Bewertungen, Steen Jakobsen von der Saxo Bank, der hat gesagt, also der Market, dieser Markt sei also crazy bewertet, und er meint jetzt die amerikanischen Aktien. Das ist ein Modell, das auf 7 verschiedenen Metriken basiert, und da sagt er, so teuer war es noch nie, aber das ist natürlich alles das Geschwätz von den Bären, meine Damen und Herren, gell? Nehmen Sie das nicht ernst. Beiße Tipp wird also noch für unsere Enkel gelten, ne? Wenn wir dann im S&P bei 723.000 stehen, da muss jeder Rücksetzer auf 721.000 gekauft werden. Das ist klar, ne? Das geht ja immer ewig so weiter, ne? Weil das hat in der Vergangenheit immer funktioniert, dass man die Vergangenheit in die Zukunft fortschreibt. Ne? Das war schon immer ein super Rezept, gell? Und schauen wir uns mal an, was besonders überbewertet ist. Sehen wir Real Estate, also in den USA jetzt wieder Real Estate, also Immobilien, Consumer Discretionary, Industrials, dann erst Information Technology und am günstigsten sind Financials und Healthcare, auch im Vergleich eben zu den Durchschnitten seit 1995. Kommen wir nun nach China oder zu den Chinesen.
Da sehen wir Probleme bei Evergrande. Die haben jetzt Insolvenzberater mal an Bord geholt. Man ist offenkundig nicht in der Lage, hier Zinszahlungen zu leisten. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite scheint sich diese Taiwan-Frage so langsam weiter aufzukochen. Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times, hat jetzt gesagt, also die Kosten für die USA und Taiwan werden immer höher und wir werden dafür sorgen, dass sie noch höher werden, die Verteidigung des Landes garantieren zu können oder sicherstellen zu können. Wir laufen jetzt auf einen entscheidenden Punkt zu, sagt Hu Xixin. Und mir deuchtet, dass all das, was Xi Jinping in China veranstaltet, eine Art Vorbereitung ist auf eine Auseinandersetzung um Taiwan. Aber ich kann mich irren. Schauen wir nochmal in Sachen Corona, weil das natürlich auch wichtig ist. Wie Reopening, diese ganzen Geschichten, Inflation hängen da ja mit dran. Jörg Kremer weist auf Israel. Die waren ja sehr früh dran mit den Impfungen, weil der Netanyahu sich sehr früh gekümmert hat, gell, und der hat auch sportliche Preise bezahlt. Dann waren die also schnell zweimal geimpft. Dann gab es die dritte Impfung. Jetzt spricht man schon von der vierten Impfung, aber wir sehen, wahrscheinlich ist eines der Themen, dass die Impfwirkung nachlässt. Und das könnte bedeuten, dass wir einen ungemütlichen Winter erleben, dass also sozusagen die Infektionszahlen doch wieder nach oben gehen, wer weiß. Aber Israel ist sicherlich ein ganz guter Frühindikator. Abschließend, meine Damen und Herren, noch ein Hinweis auf einen Artikel meines Kollegen Hannes Zipfel, der geschrieben hat über die US-Wirtschaft, die jetzt schon den Stimulusentzug zu spüren bekommt. Und er sagt, also wenn jetzt nicht bald wieder Helikoptergeld oder andere Stimuli ausgeschüttet werden, dann könnte das für die Wirtschaft und möglicherweise auch für die Aktienmärkte ein bisschen schwieriger werden. Ich kann nur wärmstens empfehlen, sich diesen nicht allzu langen Artikel zu Gemüte zu führen. Ich packe ihn wieder unter das Video und wünsche jetzt einen sonnigen Feierabend, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.